Im heutigen Video machen wir uns einen Vulkan für zu Hause. Warnung: Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Für diesen Versuch brauchen wir Kaliumpermanganat und Glycerin. Man muss einen kleinen Kaliumpermanganathaufen auf eine feuerfeste Unterlage geben, in diesem Fall die Steinplatte, und gibt etwas Glycerin dazu. Und jetzt wartet man. War das nicht cool? Bei diesem Versuch bilden sich hauptsächlich Mangandioxid und Kaliumcarbonat, aber etwas CO2 und Wasser entsteht auch. Die Reaktionsgleichung habe ich mal in die Beschreibung gepackt. Das war's auf jeden Fall mit diesem Experiment. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Woche kommen dann wieder zwei neue Experimente. Drückt den Abo-Knopf, wenn ihr sie nicht verpassen wollt. Oben links habe ich jetzt noch eine weitere Methode verlinkt, wie man Feuer ohne Feuerzeug machen kann. Und im unteren Video zeige ich euch, wie ihr explosives Gas mit Gallium gewinnen könnt.